Achtung, es folgt ein Gastvideo bei Say What. Gastvideos sind keine Kanalempfehlungen meinerseits, sondern sollen den Zuschauern die Möglichkeit geben, sich einen ersten eigenen Eindruck von einem Kanal zu bilden. Ich wünsche gute Unterhaltung bei dem nun folgenden Beitrag. Herzlich willkommen hier beim Manimus Tutorial. Diesmal bin ich nicht auf meinem Kanal, sondern diesmal bin ich hier auf dem Kanal von The Say What, also von Say What, sagen wir es so. Und ich bedanke mich sehr, dass ich hier mal ein Gastvideo machen kann, um meinen Kanal etwas zu promoten. Und ich möchte heute mit einer Tutorial-Reihe anfangen, die ich dann auf meinem Kanal fortsetzen werde. Also geht am besten unten in die Videobeschreibung, da könnt ihr den Link zu meinem Kanal gucken. Ich mache so Tutorials über Windows, über C-Sharp-Programmierung, über HTML, über alles Mögliche eigentlich. Apple-Sachen habe ich auch. Zwar nicht Programmierung, aber also Neuerungen, die Apple bringt und so weiter und so fort. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und wenn ihr diese Serie gut findet, dann geht einfach auf meinen Kanal, guckt euch die nächsten Videos an, die kommen werden und vielleicht abonniert auch, damit ihr immer die aktuellen, damit ihr keine Folge verpasst von dem, was ich jetzt hier mache. Also, ich möchte einen kleinen Virus machen, und zwar ein Firefox-Virus, und ich möchte euch nicht dazu animieren, es überall auszuprobieren und andere Leute damit nicht zu ärgern, aber damit andere Leute eins auszuwischen, denn ich möchte es einfach nur zeigen, dass Firefox die Passwörter nicht richtig sichert, oder sagen wir, es gibt Möglichkeiten, die gesicherten Passwörter von Firefox zu entsichern. Dazu habe ich schon mal Visual Studio geöffnet, Professional 2010, und ich erstelle jetzt am besten einmal ein neues Projekt, und das nenne ich einfach mal Virus Firefox. Ja. So, das Programm soll nachher, also besteht aus dem Formfenster, das wir in den Startup-Folder packen. Also, dass es sich immer beim PC-Start immer mitstartet, wir es aber nicht sehen können. Also visuell können wir es nicht sehen, wir können es nur daher erraten, dass, oder wir können es nur sehen im Task Manager. Und im Task Manager soll es dann auch so sein, dass wir die Anwendung dann nicht beenden können. Also, dass wir nicht sagen können, Prozess kill, sondern, also Prozess beenden, sondern dass dies ausgeschaltet ist, sodass es sich immer wieder neu regeneriert. Also, wie ein normaler Virus. Oder wie ein Virus, den man nicht beenden kann. Man kann ihn allerdings löschen, indem man von einer Live-CD startet und ihn dann löscht. Weil auf dem Ordner, wo ich, auf dem Startup-Ordner läuft die immer, da habe ich ja keine Zugriffsrechte drauf, da kann ich die Datei ja nicht einfach löschen, sondern sie läuft ja immer. Und sie läuft nur nicht, wenn der PC ausgeschaltet ist oder wenn die Festplatte nicht aktiv ist oder die Partition. Ja. Und da fangen wir, also er soll mir die drei Dateien, die dazu nötig sind, soll er mir schicken. Das sind einmal, also es sind unterschiedliche Dateien im Roaming-Ordner von Firefox. Und zwar sind das einmal cert8.db, key3.db und signallights. Werde ich dann im nächsten Tutorial schreiben, weil ich jetzt erstmal die Grundfunktion mache. Und in dem nächsten fangen wir dann richtig an zu programmieren, also richtig wie die Mail zuzuschicken. Also das Ganze, die Dateien sollen mir im Anhang zugeschickt werden, erstens, wenn das Programm ausgeführt wird und zweitens alle 3 Stunden. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal
einen Timer, den wir. So, wir brauchen einmal einen Timer. Den setzen wir erstmal auf True und auf 10 Millionen 800.000 Millisekunden. Das sind nämlich 3 Stunden. Das sind nämlich immer Millisekunden, wie es ja auch unten steht. Die Frequenz der erlebsten Ereignisse in Millisekunden. So, den Timer haben wir schon mal eingerichtet. Wir ziehen das ja ein bisschen runter, dann haben wir mehr Platz zu gucken. Machen das Formfenster, das sehen wir eh nie, weil wir das erstens hier auf 0% der Durchsichtigkeit machen. Also dass es halt nicht zu sehen ist. Wenn wir es mal kurz ausführen, sehen wir, dass es nicht zu sehen ist. Das aber nicht so eine gute Lösung ist, weil es hier unten immer noch gezeigt wird. Wir könnten jetzt sagen, Show Icon in Taskbar oder Show in Taskbar Fails. Das ist aber noch eine unschönere Lösung. Deswegen sagen wir einfach, gehen wir einfach in das Shown Ereignis rein und sagen hier, this Punkt. So, und dann wird es direkt, wenn es geöffnet wird oder wenn es direkt angezeigt wird, dann wird es direkt wieder gehighted und wenn wir, also in den Hintergrund verschoben und wenn wir nicht die Opacity, also die Durchlässigkeit auf 0 machen, sondern auf 100%, dann sehen wir gleich ein kleines Fenster. Bumm. Das darf man natürlich nicht sehen, weil man denkt, huh, was ist denn jetzt passiert? Machen wir das Ganze auf 0. Dann sieht man nämlich gar nichts mehr. Es ist zwar durchsichtig, aber es wird dann auch gleich in den Hintergrund verschoben. Das heißt, man sieht dann gar nichts mehr von irgendwelchen Fenstern, die irgendwo hingeschoben werden. Das Ganze soll ja in den Startup-Ordner gepackt werden und wenn die Datei sozusagen auf dem Computer liegt, dann wird sie beim ersten Mal ausführen, wird sie dann in den Startup-Ordner gepackt. Wir könnten es auch so machen, dass sie, ja gut, beim ersten Ausführen, anders geht es eigentlich nicht. Beim ersten Ausführen wird die in den Startup-Ordner kopiert. Weil man denkt ja, vielleicht irgendwie, ihr könnt das auch mit anderen Programmen kombinieren. Das heißt, ihr packt einfach den Virus in ein anderes Programm rein und da denken die, dass es das richtige Programm ist. Dabei, ne, ist es eigentlich ein Virus und ihr abdruckt die Passwörter aus dem Firefox. Beim ersten Start soll sich das in den Startup-Ordner kopieren. Und dann wird es halt immer beim Start hochgeholt. Aber man sieht es halt nicht, weil es hier gehighted ist, also in den Hintergrund verschoben ist. So, und dann brauchen wir zu Anfang erstmal ein paar Strings, die wir dann regelmäßig gebrauchen. Und zwar ist das einmal String Path. Ups. Gott, wie schreibe ich denn Path App? Gleich Application Punkt Startup Path Punktus String, wo ist es da? Plus, weil wir ja noch die Applikation haben. Wenn eure Applikation anders heißt, dann muss da auch der Name der Applikation rein. Also von eurer Applikation muss da jetzt der Name rein, sonst wird das nicht funktionieren. Firefox, Viro, ah ne, wir haben es ja anders genannt. Wir haben es ja Virus, Firefox.exe. So. Was haben wir gemacht? Wir haben einfach nur in den Application Starter Path daraus einen String gemacht plus Virus.exe
Firefox.exe, also wird da hinten an den String rangepackt und haben das alles in den String Path App gepackt, dass wir das dann hier nachher verwenden können, um zu kopieren. Also Starter Path ist der Path, oder ist der Pfad, wo die Application ausgeführt ist, wo die Anwendung ausgeführt ist. Dann brauchen wir noch String Startup. Das ist dann zum Startuppen, also, oh Gott, Startuppen zum, wenn wir die Datei in den Startup, also in den Autostart packen wollen, dann brauchen wir einen String, der ist Startup, weil sonst können wir den da ja nicht reinpacken. Sonst können wir den da ja nicht reinkopieren, weil wir nicht wissen, wo der Autostart liegt. Dann brauchen wir noch einen String und der heißt User. Und das ist jetzt zum E-Mail verschicken. Und zwar definieren wir User einfach System.Environment .Username. Einfach, wir sagen einfach den aktuellen Username, in der die Anwendung ausgeführt ist oder wo, nee, ist, ausgeführt ist oder ausgeführt wird, das ist besser. Dann können wir nämlich am Ende oder bei der E-Mail sagen, erstens brauchen wir den ja, um in den Roaming-Ordner zu kommen, sonst wird das schwierig. Und zweitens brauchen wir den, um in der Betreff des E-Mails zu sagen, dass Benutzer auf den Virus reingefallen ist. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber wir brauchen es auf alle Fälle, um in AppData Roaming zu kommen. Okay, dann könnt ihr die nächsten Tutorial-Reihen auf meinem Kanal angucken. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich danke nochmal The Say What Tube, dass ich hier ein Gastvideo machen konnte. Und ich hoffe, euch hat es etwas gefallen und ich hoffe, ihr guckt die weiteren Parts von meinem Tutorial an und dann sehen wir uns hoffentlich auf meinem Kanal. Tschüss.